Ja, Glück gehabt, ist doch oben. Das ist doch nicht wahr! Du Arschloch! Du Penner! Was machst du nochmal hier unten? Nichts. Im Grunde. Im Grunde tue ich nichts. Das ist auch kein Must-Have-Gebiet, oder? Also es ist kein Gebiet, wo man... Oder wie darf ich das verstehen? Stimmt. Du warst bis in dem Gebiet hier schon ganz durch. Also ich habe zumindest einen Boss gelegt. Hier war ein Boss. Irgendwann. Wie stark ist der? Ich habe ihn beim ersten Anlauf getötet, ohne Tran. Er ist nicht schwer. Ich glaube, er kann schwer sein. Ich habe ihn nur so weggehauen. Ohne Probleme. Was willst du jetzt damit sagen, dass du voll der Pro bist? Nein, dass ich Glück hatte. Ich bin einfach durchgelaufen, habe draufgehauen, bin seinen... neuen Feuerbällen ausgewichen und hab ihn nochmal geschossen. Wie, der macht Feuerbälle? Ich hab noch keinen Boss hier gesehen, der Feuerbälle macht. Ja, weiß ich nicht, ob das Feuerbälle waren. Der kann... Du weißt nicht, wie deine Waffe heißt, du weißt nicht, ob die Bosse Feuerbälle machen oder nicht. Was weißt du eigentlich? Du musst nicht das... so viel. Ich weiß zumindest, wo drin ich dich zumindest... Wo drin bin. Ohne C? Wie soll man denn Carmageddon ohne C spielen? Ich dachte, das ist so ein Autospiel. Warum wirbelt der? Ich sag den Spielen mit. Nicht Spiele, die so heißen. Ein Spiel mit, ach so, jetzt verstehe ja. Ich. Meinst du das mit Wirbeltyp? Ja. Ja, mein Hinweis war auch viel zu schwer, da kommt keiner. Stimmt doch, oder? Naja. Denk's fest. Offensichtlich. Och nee. What? Läuft der weg? Ja. Anscheinend. Ist der so assig? Ist der bei dir auch weggelaufen? Nein, ich habe ihn aus der Distanz einfach abgeschossen. Ich war so klug und habe ihn einfach... Ja, bester. Ja! Stirb! Du fucking... Untotenbeschwörer! Ist er jetzt tot? Er ist tot. Gut. Das heißt, ich kann jetzt alle töten. Was denn? Ich kenne das Gebiet von Boss. Wieso? Sind da noch mehr Untote? Noch mehr Skelette? Viel mehr Skelette. Die sind doch wesentlich kühler als die hier jetzt. Warum? Die haben ein Schild an. Wie? Die haben auch noch ein Schild. Ja. Wie darf ich das verstehen? Das erfährst du, wenn du sie siehst. Oh Mann, ich hab keine Lust. Oder wenn du sie spürst. Warum laufe ich hier lang? Nee, da muss ich nicht lang, ne? Das ist noch nicht. Kannst du überall ja. Ja, aber ich muss doch erst zurück noch. Ich bin noch gar nicht. Oh mein Gott. Wolltest du wirklich zurück? Ja! Sie müssen sterben, Kev. Ist hier irgendwo noch ein Leuchtfeuer? Was war das? Ich glaube so in der Nähe nicht mehr. Das heißt, hier unten generell ist kein Leuchtfeuer mehr. Nicht so, dass ich wusste. Nicht, also nicht so in der Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber ich glaube hinter der dritten Brücke. Hinter der dritten Brücke? Weiß ich nicht. Junge!
Ich hab das Gebiet hinter mir, also verdränge ich. Hinter der dritten Brücke heißt, es gibt zwei Brücken. Was? Das hat das erste schon als Brücke zählt. Oh Manu, was ist denn das hier für eine Scheiße? Stirb doch endlich, stirb! Am besten ist immer zu sterben und alles mit Mal töten zu müssen. Warum hast du mich nochmal in dieses Gebiet geschickt? Hab ich nicht. Hast du doch! Du hast gesagt, geh mal weiter, geil! Ich? Ja, hast du. Du hättest mich davon abhalten sollen. Hast es nicht getan. Ich wollte hier deine Aufmerksamkeit auf den schwarzen Ritter lenken, dass du wieder rausrennst. Das weiß ich noch. Ja, toll! Das hättest du direkter sagen müssen. Wenn ich alles direkt sage, dann kann ich auch sagen, kauf dir einen Bogen und 300 Pfeile. Und bist du dir... Dann machst du dir das Spiel jetzt einfach. Bist du dir sicher, dass... Aber das ist zu einfach. Bist du dir sicher, dass das Schwert hier nicht mehr Schaden macht? Eventuell das Diamantengrubenschwert. Ich habe keine Ahnung. Musst du testen. Hey, haut die auch zu. Du beschissenes Arschloch. Ich hab doch gewusst, dass die Claymore nämlich mehr Schaden macht. Das ist nämlich auch eine Hiebwaffe. Und ich mühe mich ab mit denen! Oh Gott, ich bin so gut. Also dafür will ich jetzt Bonuspunkte bekommen. Du kriegst gar nichts, kriegst du von mir. 86 Schaden, 217. Ich nehme die völlig auseinander. Oh, kann man da runter? Ja. Da sind überall Stacheln. Kann man da von hier runterspringen? Ja. Sollte man aber nicht, oder? Aber kann man. Da kommt man aber später noch hin. Kann doch jetzt schon. Musst du nur springen. Die haben absolut keine Chance. Du verdammtes Arschloch. Sag doch, das Gebiet war das Einfachste. Du bist auf kurz vorm Boss. Der Nekromant ist schon tot, ne? Mann, müssen wir jetzt. Was? Hier war nichts mehr. Wieso hast du das nicht vorher gesagt? Ich wollte dir die Claymore doch schon viel früher nehmen, aber du hast gesagt... Ja, was machst du es auch nicht einfach? Weil ich dir vertraue und ich werde das in Zukunft hinterfragen. Nachdem ich dich in den Tod geschickt habe. Ja, ich vertraue dir. Kommst du jetzt mit dem Argument, weil ich dir vertraue? Also weil ich mir vertraue. Ja, ja. Ich weiß, ich vertraue lieber meinen Freunden, als zu glauben, dass sie mir Böses wollen. Was ist hier denn da? Ich habe gehofft, dass in dir noch ein Funken Anstand steckt. Falkenschnabel? Was ist das? Kriegshammer. Der war ganz unten da, wo du angefangen hast. Ja. Nicht schlecht, aber meine Claymore ist natürlich viel besser. Was? Was? Sie ist viel besser. Sag jetzt was. Nein. Sie ist nicht besser. Meine Claymore ist wesentlich besser. Ha! Da war irgendwo noch ein Gegenstand, ne? Also war es doch gut, dass ich so auf den zugerannt bin, sozusagen. Damit er tot ist und ich hier nicht so viel... Bams? Wieso hast du schon wieder einen? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich eine coole, gepatchte Version habe und du nur eine dumme Konsolenversion. Ach ne, nicht wieder die explodierenden Scheißköpfe. Seelensoldat.
Hier war ich schon, ne? Ja. Das ist die zweite Brücke hier jetzt, ne? Kann man die irgendwie töten? Ja, ranrennen und 6-1. Das sind nur solche Bomben im Grunde. Ja. Und die haben nicht mal eine besonders hohe Reichweite. Nein. Hier komm. Nee, hier will ich nicht hin. Hier will ich nicht hin. Kann man die kaputt machen? Machen die das jetzt die ganze Zeit? Was? Skelette. Die sterben ja schon wieder nicht. Na, der eine ist runtergefallen. Wo ist der Nekromant? Wo ist er? Ist der weit weg? Könnte der auf der anderen Seite der Brücke gewesen sein. Dann ist er weit weg. Könnte. Muss nicht. Könnt euch hier gleich hinterleiten. Du bist so hilfreich wie ein Stück Toast. Animation, ich bin unverwundbar. Ich sollte so einen Hebel mit mir rumschleppen. Ja, ich bin ganz schön. Seele Krieger, die bringt glaube ich ganz viel. Hier komme ich nicht weiter, oder? Nee. Ach, die folgen mir. Ich dachte, wenn ich schnell genug weglaufe. Nee, das hat eine ziemlich hohe Reichweite. Lach nicht. Ja, das ist ja jetzt für mich egal, oder? Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Stopp hier. Die Brücke ist unten. Die bleibt auch unten. Ja. Gut. Sehr, sehr nervig. Die Seele, ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal schön hier Seelen bekommen. Die Seelekrieger, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass sie viel bringt. Ich habe hier meinen Safe-Punkt und beim nächsten Mal mache ich wieder alleine weiter. Ohne diesen, der alles sabotiert und alles kaputt macht. Weißt du, wo du noch hin musst? Wohin? Was denn? Wie begeistert ich gleich bin, oder? In den Wald. Ja, da komme ich ja später sowieso noch hin. Ja. Das ist doch ein Gebiet, was sowieso später noch kommt. Also noch nicht jetzt. Aber Kasan, jetzt schon. Haltet die Ohren steif! Und alles andere auch. Zu spät, Manu. Du verdammtes Arschloch. Du verdammtes Arschloch.